Und hier präsentiere ich eine weitere aus dem Bereich, keine Ahnung, was das ist. Ich zeige sie euch erstmal. Auffallendstes Merkmal, sehr hübsch getarnt. Und blaue LED. Es gibt keinerlei Hinweise auch drin, nicht keine Aufkleber, keine Stempel, keine Markierungen, was das sein könnte, unter welchem Namen das vertickt wird. Ich könnte sagen, genauso kommen die aus China und hier kleben dann die deutschen Vertriebe oder die, weltweit die Vertriebe ihre merkwürdigen Logos rein. Wenn man natürlich entsprechende Stückzahlen abnimmt, dann kriegt man auch direkt aus China einen schönen farbigen Karton mit Firmenaufdruck und entsprechend gelabelt. Das machen die alles, das ist Dienstleistung. Diese hingegen ist erstens defekt. Ich kaufe ja gelegentlich mal welche auf, die defekt sind und hoffe denn, dass sie trotzdem, dass sie nicht defekt sind, womit ich übrigens immer wieder Erfolg habe oder dass es ein Problem ist, das ich leicht selbst beheben kann. Bei dieser hier leider nicht. Hier tut sich gar nichts. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe auch Kabel überprüft und also sowas Einfaches ist es jedenfalls nicht. Aber wenn ich sie schon mal habe, dann kann ich euch ja fragen, vielleicht weiß jemand von euch, was das für ein Teil ist. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine Maginon WK3. Auf den ersten Blick wohlgemerkt. Von außen alles dasselbe, von innen dasselbe, das Display ist dasselbe. Übrigens vollkommen kratzfrei, wie ich mal sagen darf. Auch die Tastatur wie neu. Batteriefach, da fehlt allerdings die Abdeckung, da ist normalerweise bei der WK3 noch so eine Abdeckung drüber. Der einzige Unterschied ist unten, dass die Schalter anders positioniert sind oder der Schalter. Also bei der WK3 gibt es hier nur einen Schalter, der müsste irgendwo hier sitzen. Und dafür sind dann die Stecker hier oben und hier ist halt der Kartenleser darüber gerutscht und es gibt zwei Schiebeschälterchen. Ja doch, jetzt kannst du die Kamera auch sehen, also so sieht es da unten aus. Und der wesentliche, also auffälligste Unterschied ist natürlich, dass hier blaue LEDs verwendet werden. Die blauen LEDs stehen ja im Ruf, eine schlechtere Lichtausbeute als die weißen und als die schwarzen zu haben. Das ist also vielleicht eine Modeerscheinung, vielleicht ist es auch durch die Anzahl der viel LEDs wieder kompensiert. Aber wenn ihr also auch zu Hause so ein Ding habt und habt da irgendwie eine Typenbezeichnung und die Details stimmen überein, lasst es mich wissen, ich bin immer neugierig, dann habe ich wieder einen Grund mehr, irgendwo einen Namen drauf zu schreiben, wo jetzt einfach nur John Doe oder sowas draufsteht. Ja, vielen Dank. Weitermachen.